Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag. So, ich muss erst mal gucken, ob das Mikrofon überhaupt funktioniert, aber es scheint zu funktionieren. So, ich begrüße euch jetzt recht herzlich zur Sam Spicy Experience again. Und ja, wir haben 2 Uhr nachmittags am Pfingstsonntag und ich habe am Freitag bin ich zum Italiener gegangen und ich habe etwas Mortadella geholt und etwas Salami. Und ich habe aber noch was anderes gefunden, und zwar eine Arancini, die wir früher auch mal immer gemacht haben. Es ist wirklich ein paniertes Reisbällchen eigentlich so. Also es ist Hackfleisch drin, du kannst allen möglichen Scheiß da reintun. Normalerweise sind die auch ein bisschen runder, so hin und her. Aber ich habe mir einen mitgenommen, so ein Ding kostet 4 Euro. Und also ich wollte ja eigentlich das ganze Ding essen, aber ich drück die Hälfte ab, denn Frau will auch mal probieren. Deswegen, aber ich wollte euch das Ding mal am Stück zeigen, auch mal eben kurz gucken, ob wir ein bisschen was Musik anmachen können. Ja, ihr merkt es vielleicht. Ich bin etwas angeheiterter, würde ich mal sagen. Und ja, wir machen einfach jetzt mal irgendwas an, aber nicht allzu schlecht, das ist genau das. Und ja, dann machen wir uns, ich habe ein Glas hier, meine Uhr habe ich da stehen, 10 Minuten, 2 Bier und halt die Hälfte von dem Ding, ne? Aber man kann ihn auch hinstellen, glaube ich. Genau. Und er ist auch ein bisschen heiß jetzt. Ich habe den nur mal eben ganz kurz in der Mikro jetzt warm gemacht. Und der ist ja eigentlich vorgebacken. Also nur mal eben kurz warm machen. Ja, also damals so habe ich die Dinger geliebt. Ich habe sie geliebt. So. Aber wir gucken mal, ob das Ding, was ich unten geholt habe, so daran kommt, so. Was meine Oma früher gemacht hat für Dinger. Arancini heißt nie, wie gesagt, mit ihr gucken. Mit Reis und Schweiß. Mit Reis und Schweiß, denn es dauert etwas länger, bis man das Ding hier zusammengefummelt bekommt. Naja, wir gucken einfach mal rein. Danach geht's gleich los. Nee, du kriegst ja hier. Ne? Nee, du kannst das ja haben hier. Das hier krieg ich. Naja, hier. Klar. Hier. Ist ein bisschen heiß. Ja, dann zeige ich euch das mal kurz. Also da ist alles ruhig hier drin, ist aber ein bisschen heiß noch. Ja. Ja, ich mache ein bisschen Mucke an, es dauert ein bisschen. Thank you.
Thank you.
Ja, mal eben ganz kurz. Nebenbei 20 Minuten machen wir nur natürlich hier. Sam's Spicy Experience, 1 Liter Bier und ja, sagen wir mal 3/4 von der Arancini, eine richtig schöne große. Die war wirklich lecker, allerdings kam sie auf jeden Fall nicht an unsere von Italien da unten dran. Kam die nicht dran, ne? Die waren wirklich richtig geil. Ne? Unten die waren richtig, meine Güte. Aber ich will das jetzt nicht schlecht reden. Die waren gut, ja. Aber nicht so gut wie früher, also halt. Naja. Aber trotzdem lecker und ziemlich mächtig. So Reis mit Käse drin und Hackfleisch. Ich habe ein paar Erbsen entdeckt noch und Zwiebeln. Und ja, da hätte so ein bisschen mehr Soße eigentlich drin sein müssen, ne? Damit das noch so so schmatzt, weißt du, wenn du reinbeißt und es schmatzt, weißt du? Aber ja, ist, ich finde es nicht schlecht. 4 Euro finde ich allerdings ein bisschen übertrieben. 3 Euro hätten auch gereicht, denke ich. Aber es werden wahrscheinlich nicht so viele holen. Aber die haben noch andere da, so, und zwar mit Gemüse. Die würde ich auch gerne mal probieren. Die probieren wir auch noch. Aber, wie gesagt, ist auf jeden Fall, sorry, ist auf jeden Fall nicht so schlecht, ne? Ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Ja gut, ich bin ein bisschen breit, ich habe gesagt, ich bin ein bisschen breit. Ich habe auch ein bisschen was gemacht, jetzt hier ein bisschen was gezockt, hin und her. Ein bisschen was Junauga gemacht und hin und her. Aber, naja. Ist auf jeden Fall eine ganz gute Challenge gewesen. So ein Bierchen haben wir eigentlich ganz schnell runterbekommen. Das Ding war nicht schlecht. Auf jeden Fall besser wie die Pizza oder andere Sachen, so die ich in der letzten Zeit hier irgendwie probiert habe. So war das noch das Beste davon. Es ist wenigstens selbst gemacht. So, und ja, war auf jeden Fall korrekt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. So, lasst mir einen Daumen da, falls es euch gefallen haben sollte. Oder abonniert mich, um keine Folge von Selbstfalls zu verpassen. Ich bin erstmal wieder raus. Und ja, das war die Arancina Challenge. Sie war gut. Sie war gut.